Clown mit Verlöf. Das ist doch wunderlich. Manchmal erinnert man sich später an Socken, die man als Kind beliebt hat, als an das, was verleden Jahr passiert ist. So galt mir das Eck in Jahr in der Wienerstied, wenn ich heute mit meiner Familie losgehe, um ein Dannbaum zu köpen. Ich bin auch ein Dörrgrund geworden und tot die Tiet ging mein Vater, mein Bruder und ich ein Produkt für Weihnachten in den Wald, um einen Baum zu schlagen. Wir wissen natürlich, dass das eigentlich nicht verläuft wäre. Heute würde man sagen, das ist illegal. Aber damals hat mein Vater mit meinem großen Bruder einen lückensmocken Baum erfaut und dann hat wir dann zusammen ins Dorf geschleppt. Das hätte dem Förster überhaupt nicht passt. Er hat jetzt in sein Wald Eck im Baum und hat den Geschichtenzwang auf die Lure legt. Und dann hat er uns wieder Büchs. Er hat all den Bäumen, der als Weihnachtsbaum in Frucht kam, fotografiert. Ein Heiligabend bei uns an Hus. Er sieht uns auf dem Kopf, dass wir einen Baum und sein Wald in uns Stuf bräuchten. Und nun wohl er dann bei uns sehen. Wir hat dann Rindbeen und er hat uns ein Foto wies, ob das nipp und nah uns dann Baum abbild war. Nur er, der Tee anfangen konnte zu schimpfen, hat meine Mutter im Tovinas Eden inlaut. Sie hat einen großen Ofen und einen Rotkohl und die Kartoffeln noch für. Und so hab ich diesen Heiligabend zu so mit dem Förster zugebracht. Och, er hat keine Familie und mit einem Leben voll Rotkohl und Kartoffeln und mit einem Stück von der Gos, einen ganz verträglichen Gast. Anna Jura sind wir natürlich weiter losgefahren. Mein Vater, mein Bruder und ich. Mit eins hören wir uns Vater rufen. Wie schon man da kommt. Doch gäf das was zu bekicken. Und sie an einem Baum hung ein Zell. Leve Familie Hansen, nehmen Sie diesen Baum. Den muss so und so weg. Thank you.